Der Baller da hinten drin, das ist Wahnsinn. Fehlen mir die Worte dazu. Der schiebt hier in den Fußraum rein. Der Bass, da geht alles nur noch ab. Aber es vibriert hier auch nichts. Das klingt einfach nur fantastisch. Warum ich mich so freue, fragt ihr euch jetzt. Ja, wir haben in unseren Insignia einen neuen Aktivwoofer ins Reserverad reingebaut. Unseren Drive 10 BRA. Das ist ein 25 cm Subwoofer, der in die Reserveradmulde passt und einen eingebauten Verstärker bereits integriert hat. Und ich zeige euch natürlich jetzt in diesem Video, wie man das Ganze Schritt für Schritt einbaut, was ihr dazu braucht. Und das gehen wir jetzt mal kurz durch. Also, fangen wir an. Was brauchen wir? Erstmal unseren neuen Subwoofer. Und unser Subwoofer, wie schon gesagt, 25 cm Subwoofer-Membran in einem zwölfeckigen Gehäuse, das super ins Reserverad, in die Mulde reinpasst. Und das Besondere daran ist, dass wir hier einen Bassreflexport mit integriert haben. Der sorgt dafür, dass der Bass richtig weit runterspielt und in der Magengrube zum Hämmern anfängt. Das Ganze ist mit einer integrierten Endstufe ausgestattet, wo wir den Strom hier anschließen, das Signal vom Autoradio mit abgreifen, da kommen wir gleich noch dazu, und wir natürlich entsprechende Einstellungen vornehmen können. Und im Lieferumfang enthalten ist auch eine Fernbedienung, damit ich den Pegel vom Fahrersitz laut und leise machen kann. Und genauso ist natürlich im Lieferumfang vom Woofer selber schon mal das Befestigungsmaterial dabei, damit wir den Woofer in der Reserveradmulde auch schön fixieren können. In diesem Video zeigen wir euch ja, wie man diesen Subwoofer in einen Opel Insignia einbaut. Aber ganz grundsätzlich kann den Aktivwoofer jeder in seine Reserveradmulde einbauen, wenn sie groß genug ist. Der Woofer hat einen Durchmesser von 57,5 cm und eine Höhe von 15 cm. Und dann könnt ihr das alles auch so ziemlich genau nachmachen, wie wir es jetzt beispielhaft am Insignia machen. Kommen wir zum Zubehör, was wir jetzt im Video alles verwenden. Und da ist auch als allererstes jetzt unser Durchzugsband mit dabei, um das Powerkabel von der Motorraumseite bis in den Innenraum zu ziehen. Das erleichtert die Arbeit ungemein. Es gibt ein Torx-Kit, falls jemand keinen Torx-Schraubendreher daheim hat. Ein Remover-Tool, um Kunststoffteile wegzuklippen, ohne dass man irgendwelche Teile darunter beschädigt. Und hier drüben liegen jetzt lauter Sachen, um den Signalabgriff zu machen. Das heißt, aus dem Autoradio die Musik abzugreifen, um sie in unseren neuen Drive 10 Bra einzuspeisen, damit der weiß, was er eigentlich für eine Musik spielen muss. Da kommen wir aber später im Laufe des Videos nochmal mit dazu. Da haben wir zwei verschiedene Art und Weisen. Und wenn ihr sagt, nein, ich habe aber gar kein Insignia, das schaut auch alles so ähnlich aus, aber ihr könnt jederzeit mit einem Kanal rechts und mit einem Kanal links von eurem Autoradio, wo das vollwertige Signal drauf ist, unter anderem natürlich auch der Bass, mit einem ganz normalen Lautsprecherkabel und diesem kleinen Adapterstück, was beim Woofer dabei liegt, so mit anschließen, plus minus rechts, plus minus links. Aber vielleicht ist es auch nachher ganz wichtig für euch im Fahrzeug drin. Jedes Fahrzeug ist ein bisschen anders, aber eigentlich geht es immer um die gleiche Thematik. Und das zeige ich euch aber jetzt später im Video. Als erstes zeige ich euch mal, wie wir die ganzen Kunststoffteile, damit wir die Kabel drunter verlegen können und auch an die Kabel drankommen, die wir brauchen, wegmontiert, damit wir freie Bahn nach hinten kriegen. Wir werden jetzt erstmal die Stromversorgung reinmachen und die Remote-Leitung für unsere Fernbedienung und werden auch die Heckplatte rausmachen, die untere doppelte, damit da Platz für unseren Subwoofer ist. Und wir fangen an mit dem Handschuhfach, beziehungsweise das mache bloß ich für euch, weil eigentlich kann man es sich sparen, das Handschuhfach wegzumachen, aber ich mag es wegmachen, das sind vier Schrauben hier drin, damit ich euch das besser zeigen kann, wo wir unten dran müssen. Die Seitenwange hier dran, die können wir mit dem Remover-Tool hier entkoppeln und so rausmachen. Darunter ist nämlich eine Schraube, wo wir dran müssen, hier hinten drin. Und jetzt können wir alle Schrauben mal lösen. Und jetzt können wir das ganze Handschuhfach nach vorne rausziehen. Und hier oben machen wir den Clip weg für den Kabelhalter. Und können den Stecker hier abstecken für die Handschuhfachbeleuchtung.
So. Und damit können wir das Handschuhfach rausziehen. Und jetzt sage ich euch, warum ihr euch das eigentlich sparen könnt. Weil das da dran ist nur so eine Textillasche, die den Fußraum nach unten, nach oben hin zumacht. Und das kann man mit ein bisschen Druck nach unten rausziehen und dann so arbeiten. Das heißt, ihr kommt eigentlich von unten da dran, wo ich jetzt arbeite. Die Schwellerverkleidung, die können wir hier in dem Eck ein bisschen zu uns herziehen und den Rest jetzt nach oben rauslupfen. So, und das gleiche hinten. Bevor wir hier die Verriegelungen lösen, machen wir die Seitenwange weg. Das geht eigentlich ganz einfach. Wir lassen das hier frei und können das jetzt zu uns herziehen und einmal ziehen. Dann entriegelt der und jetzt können wir sie nach oben rausnehmen und den Gurt wegmachen. Und jetzt können wir auch problemlos die Schwellerverkleidung auch hinten genauso lösen wie vorne. Bisschen unten rein lang und nach oben ziehen. So, und jetzt müssen wir nur noch das Ganze, die Schwellerverkleidung von der A-Säulenverkleidung abklippen und zwar nach vorne. Eins, zwei, drei. So, und jetzt können wir die schon ganz rausnehmen. Den Gurt weglegen und jetzt die ganze Schwellerverkleidung über den Sitz hinweg zur Seite raus. So, über den Sitz hinweg. Und das war's. Unseren Drive 10 Bra, den wollen wir unter dieser Kofferraumplatte haben. Und beim Insignia ist es ja schon ganz lustig gemacht. Das heißt, ihr löst einmal das Ganze hier und könnt die ganze Bodenplatte dann, also nicht vergessen, hier zu entriegeln, kann man die Bodenplatte rausziehen, weil es doch für ältere Herrschaften schwierig ist, eine Bierkiste da reinzustellen oder Sprudelkiste. So, das Ganze, das ist ein bisschen nervig. Liebe Opel-Leute, was habt ihr euch da einfallen lassen? Das ist eine Katastrophe, dieses Ding. Egal, wir können jetzt unter dieser Klappe, ist jetzt, naja, wie so ein zweites Staufach. Und unter diesem Staufach verbirgt sich eine komplette Reserveradmulde, wo unser Subwoofer rein soll und muss. Und dazu machen wir das Ganze hier mal raus und auch diesen zweiten Bodenlappen hier, das ist eh bloß so ein hässlicher Lappen. Und das müssen wir machen, indem man die Rücksitzbänke mal umklappt. Da kommt man nämlich dann hin, um da hinten die Sachen zu lösen, um die ganze Bodenplatte rauszunehmen. Zusätzlich zu den zwei Muffen oder Steckmuffen sind hier hinten drin nochmal zwei. Und damit wir da besser drankommen, machen wir hier die Rücksitzbank. Die müssen wir hier entriegeln. Und da ist so ein Teil drin. Das kann man ein bisschen auf Seite tun mit dem Schraubenzieher. Und dann kann das nach oben raus. So, und jetzt kommen wir von hinten dran. Und dann schaut mal her, Leute. Hier drin den Zapfen, den müsst ihr nach innen durchstecken. Und dann löst sich erst diese Muffe hier. Und dann haben wir auch das hier lose. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite. So, und jetzt können wir nämlich diese ganze Platte rausziehen. Jetzt kommt, wie bei vielen Fahrzeugen, die Preisfrage. Stromkabel vom Motorraum in den Innenraum legen. Und jetzt kommen wir zum Insignia. So, hier mal aufmachen. Jetzt haben wir als allererstes mal die Batterie, die tun wir entriegeln und das ist auch schon so ein tolles Ding. Und den machen wir erstmal weg, den Pol, und machen damit das Auto stromlos. Hier drunter verbirgt sich unser Plus, das können wir mal alles aufklippen. Und wir müssen nachher direkt hier drauf, weil das ist die Stromversorgung, nein Quatsch, hier müssen wir drauf. Das ist die Stromversorgung von Pluspol direkt, das heißt hier rühren wir gar nichts anderes an. Hier müssen wir nachher drauf mit unserer Ringöse von unserem 10 Quadrat Stromkabel. Und jetzt ziehen wir unser Stromkabel hier hinten runter und da zeige ich euch was. Hier hinten drinne sieht man eine große Muffe, eine Gummimuffe, und die können wir sogar mit unserem gelben Durchzugsband durchstechen. So, und jetzt tun wir das Durchzugsband möglichst nach links, also zur Beifahrerseite hin, raus durchdrücken. Und da können wir dann innen drinne unser Durchzugsband wieder entgegennehmen. Und hier können wir jetzt unser Pluskabel dran anbinden
und in den Innenraum ziehen. Mit dem Isolierband können wir das schön hier drauf packen. Mit einem Gleitmittel oder Silikonspray können wir das Ganze hier ein bisschen flutschig machen und können das Kabel besser durch die Muffe durchziehen. Unterm Handschuhfach an dem Teppich zur Mittelkonsole, hier können wir unser gelbes Durchzugsband schon mal entgegennehmen. Und jetzt könnt ihr von draußen ein bisschen nachhelfen, das Kabel direkt an der Muffe wirklich von außen reinzudrücken. Und wegen mir habt ihr noch mal einen Kumpel, der von innen noch mal dagegen zieht. So, jetzt habe ich es noch mal reingestopft von außen. Und jetzt können wir hier unser Kabel entgegennehmen. Die roten Kabel kann man auch mit schwarzem Textilklebeband umwickeln. Dann schauen die im Auto alles ein bisschen professioneller aus, aber trotzdem bleibt es ein rotes Kabel. Ist ganz wichtig für uns, dass wir wissen, das ist Pluskabel. Aber so können wir es einfach einwickeln. Und im Motorraum schaut es einfach schicker aus, wenn es nicht irgendwo rot rausleuchtet, sondern schön eingepackt ist. Hier ist übrigens unser Sicherungshalter bereits installiert. Den habe ich schon reingemacht, weil das haben wir schon tausendmal gezeigt, wie man den zusammenbaut. Ist ja jetzt gar kein so ein Hexenwerk. Und hier hängt auch unser kleiner Imbusschlüssel mit dabei, falls man mal eine Sicherung wechseln muss. Ist auf jeden Fall alles mit an Bord. Hier können wir auch den Sicherungshalter mit einem Kabelbinder festmachen und auch die Kabel bis runter zur Muffe mit Kabelbinder fixieren. Unseren Plusanschluss können wir jetzt nachher hier einfach drüber legen und wenn wir alles mit der Installation fertig haben, dann machen wir die Plusversorgung hier auf die Plusklemme mit drauf. Da wir unseren Aktiv-Subwoofer jetzt auf ein originales Opel-Radio drauf montieren und darauf anschließen, welches vorher keine separate Regelung für einen Subwoofer hatte. Weil wenn wir mal unseren Subwoofer lauter oder leiser machen wollen, da brauchen wir irgendwie eine Regelmöglichkeit und das liegt natürlich bei unserem Subwoofer mit dabei. Das nennt sich Kabelfernbedienung und die ist so klein, damit kann man jetzt hier den Pegel laut und leise machen. Da kann man ab und zu mal drankommen, wenn man will, um lauter und leise zu machen, aber man muss vielleicht nicht, das könnt ihr euch entscheiden, wie ihr es machen wollt. Wir installieren dieses Teil jetzt hier mit drinne. Mehr oder weniger unsichtbar, wenn man mal schnell nachregeln will, kann man hier reinlangen und laut und leise drehen. Und deswegen machen wir dieses Fach jetzt raus. Ist eigentlich ganz easy, seht ihr das? Und jetzt montieren wir hier unseren Fernbedienerich da rein und legen das Kabel auch gleich unten durch. Und dann können wir das ganze Kabel wieder unterm Armaturenbrett. Da kommt man ganz leicht unten durch. Man muss nur das Kabel nachher mit zwei Kabelbindern noch festmachen, damit es nicht irgendwo im Fußraum rumbaumelt. Und dann kommen wir da raus, wo unser Powerkabel auch rauskommt. Anstatt mit den beiliegenden Schrauben irgendwo Schrauben reinzumachen, wo man vielleicht nicht dran denkt, dass es vielleicht auf der anderen Seite wieder rauskommt und dann zu einem Schaden kommt, können wir auch rein theoretisch normales Klettband nehmen oder doppelseitiges Klebeband. Hier können wir auf jeden Fall mal mit Klettband arbeiten, gibt es bei uns im Webshop zum Kaufen. No problem. Richtig schön festreiben und so, damit ist das Ding hier soweit fest. Und das Ganze können wir jetzt noch mit einem Kabel verbinden. Und dann machen wir da unten drin ein kleines Loch, damit unser Klinkenstecker hier durchpasst. Und jetzt können wir das Kabel hier unter der Verkleidung nach Mittelkonsole ziehen und hier können wir auch den Teppich ein bisschen wegnehmen und dann können wir das Kabel durch die andere Seite oder zur anderen Seite rüberschieben. Jetzt haben wir Stromkabel und Remote-Leitung für die Fernbedienung hier im Beifahrerfußraum. Jetzt können wir die Kabel hier unterm Teppich bis hier rüberlegen und unterm Teppich hier auch bis nach hinten legen. Und hier lassen wir alles noch auf, weil wir haben hier unten drunter nachher noch was zu tun. Und zwar tun wir hier noch unser Signal für den Subwoofer abgreifen, damit der auch weiß, welche Musik er spielen soll. Da kommen wir aber gleich dazu. Die Rücksitzlehne haben wir eh schon hier vorhin rausgeklippt. Und jetzt können wir sie aus der mittleren Führung rausnehmen und können die ganz auf Seite legen, weil hier unten befinden sich unsere Masseanschlüsse, also eigentlich einer davon. So, und hier
können wir uns jetzt draufschrauben. Und das ist wirklich eine gute Masse hier. Auch hier im sichtbaren Bereich können wir die Kabel wieder mit einem Textilklebeband umwickeln. Schaut einfach besser aus. Plus und Minus und Remote für die Fernbedienung liegt also jetzt hier bereits richtig im Kofferraum. Und jetzt können wir diesen Teil hier mal komplett rausschrauben und unsere Kofferraummulde für unseren Subwoofer präparieren. Dazu macht man die Gewindestange, die hier drin ist, komplett raus und setzt die im Subwoofer beiliegende Gewindestange hier ein. Und dann kann man das Ganze hier so verschrauben. Und dann habe ich eine neue, längere Gewindestange, wobei die tatsächlich jetzt wieder zu lang ist. Da sind solche Markierungen drin, wo man mit der Säge das da entsprechend absägen kann. Je nach Fahrzeug ist es natürlich unterschiedlich. Und es gibt auch Fahrzeuge, die haben hier kein Gewinde drin. Dafür liegt im Lieferumfang dieser Bolzen mit dabei, den man entsprechend bei den anderen Autos in diese Vorrichtung mit rein legt und dann mit der Gewindestange verschrauben kann. Also auch für andere Fahrzeuge problemlos geeignet. Und mit der Mutter kontern. So, neue Bolzen drin. Im Lieferumfang sind solche Moosgummiplatten mit dabei. Und wie man sieht, kann man das ganz gut brauchen, weil hier ist das Blech so geformt, dass es hier zwei Erhöhungen gibt. Da können wir jetzt mal zwei solche Platten drauf machen, damit das eben nachher nicht zum Klappern anfängt. Und hier können wir mit zwei oder sogar drei Platten ein bisschen aufbauen, weil das hier ein bisschen niedriger ist. Und hier können wir eigentlich mit den Dingern gut spielen und das Ganze entsprechend anpassen. Dann mache ich drei drauf. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn wir jetzt den Subwoofer einbauen und ständig dieses schöne Abdeckgitter mit einem Weichzeichner überdeckt ist. Die Aufnahmen sind mit einem Prototypen gemacht worden und wir haben jetzt ein paar Tage später und wir haben ein Endfinish mit unserem Abdeckgitter. Das schaut jetzt so aus, also das ist der richtige Woofer und um euch nicht zu verwirren, haben wir in dem Video die Weichzeichnung über das Gitter drüber gemacht, damit ihr nicht irgendwas bekommt, wo dann doch wieder anders ausschaut. Das ist unser richtiger Woofer. Jetzt nehmen wir unser gutes Stück und machen mal diesen Verschlussgummi hier oben weg. Da können wir nämlich jetzt gleich die Schraube festmachen, legen wir auf die Seite und jetzt können wir den Woofer auch mal einsetzen. Kabel auf die Seite. So, dalle. Hier ist nämlich jetzt unsere Verschraubmöglichkeit und schau, jetzt liegt der Woofer auch recht satt auf und den schrauben wir jetzt fest. So, können wir den richtig schön nach unten ziehen und festmachen. So. Und jetzt können wir auch die Abdeckmuffe hier wieder drüber machen. So wird der Woofer also festgemacht. Aber Leute, ich empfehle euch, die Stromkabel vorher festzumachen an dem Woofer, weil jetzt kommen wir eigentlich ziemlich schlecht dran. Also machen wir das vorher fest und stecken dann auch unser Signalkabel an und dann können wir als letztes die Schraube festmachen. Ich mache jetzt nochmal alles los und mache das Stromkabel dran. Okay. Also Stromversorgung mit Minus und mit Plus anlegen und mit dem Imbus festziehen. Imbus liegt im Powerkabel-Kit natürlich mit dabei. Und Fernbedienung können wir auch gleich anstecken. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, damit unser Subwoofer nachher auch die Musik von unserem Autoradio spielt, ist natürlich das Signal dazu, also das Musiksignal. Und unser Autoradio beim Insignia, also die Basiseinheit dazu, die ist hier unten drinne. Und das sind zwei Stecker, die müssen wir ausstecken. Und dazu haben wir auch den passenden Adapter, das zeige ich euch gleich an der Werkbank. Aber ich zeige euch jetzt, wo diese zwei Stecker sind. Das ist einmal ein grüner Stecker, der ist hier unten drinne. Und direkt daneben ist nochmal einer, der ist, was hat denn der für eine Farbe, die ist einfach, ja, grau, beige-grau, ich weiß gar nicht. Also so, die zwei Stecker sind es auf jeden Fall. Die müsst ihr abstecken und wir haben den passenden Gegenstecker, damit wir das hier aufstecken können und wieder hier einstecken können und das Signal hier problemlos abgreifen können. Jetzt zeige ich euch die
verschiedenen Anbindungsvarianten, die wir jetzt zur Verfügung stellen können. Und zwar geht es in erster Linie darum, ja, das Originalkabel vom Opel nicht zu beschädigen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Y-Kabel oder ein T-Kabelsatz. Wir trennen praktisch ein mitziehendes Kabel raus, da wo wir es jetzt gerade aus der Radioeinheit rausgenommen haben, und können das zwischen reinstecken und haben jetzt unser eigenes Kabel, mit dem wir hier drin machen können, was wir wollen. Und in dem Fall haben wir ja jetzt die zwei Kabel rausgezogen, stecken die hier wieder an, die stecken wir später wieder im Autoradio ein. Und jetzt können wir mit unserem, das ist der ISO-Connector, den haben wir jetzt extra dafür gebaut, damit wir das jetzt zwischen reinstecken können. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit zu adaptieren mit diesem Teil. Und das Ganze hier wieder zwischen reinstecken, also die Lautsprecherkabel hier. Und den freien Stecker. So, jetzt haben wir hier einen Abgriff gemacht in unserem Lautsprecherkabel vom Opel abgegriffen und hier ebenfalls abgegriffen. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Plus und Minus für unseren AAC.3 zu nehmen, weil der braucht nämlich die Stromversorgung. Das sind die zwei Kabel. Das können wir jetzt einfach direkt hier anstecken. Und die Signalleitung jetzt hier miteinander verbinden. Das hat den Charme, dass wir hier durch diesen Molex-Anschluss, der praktisch fix und fertig vier Kanäle verpolungssicher überträgt, haben wir hier garantiert keine Phasendrehung, das heißt Problematik. Ihr habt den rechten Kanal, den linken Kanal, nimmt da ein Plus und ein Minus, Plus und Minus, denkt, ihr habt es richtig und an einem Lautsprecherkabel habt ihr Minus und Plus praktisch verkehrt rum angeschlossen. Jetzt kommt das ganze Signal in den Subwoofer rein und der Subwoofer kriegt ein invertiertes Signal und macht gar keinen Bass mehr. Das haben wir ausgeschlossen durch diese Molex-Verfahren. Ihr braucht alles bloß nur zusammenstecken, euch gar keinen Kopf mehr machen. Und jetzt von unserem AAC.3, warum wir den eventuell benutzen, sage ich euch gleich, können wir jetzt mit einer Cinch-Leitung 5 Meter lang zum Beispiel in den Kofferraum das Signal fahren und am Subwoofer am Cinch-Eingang anschließen. Wenn wir diese Cinch-Leitung verwenden, dann brauchen wir auch eine Remote-Leitung, weil unser AAC.3, der, wie sagt man dazu, der produziert das Remote-Signal, damit die Endstufe im Subwoofer dann anschaltet, wenn das Autoradio anschaltet. Das gibt ja sonst keinen Sinn, sonst würde der nie ausgehen und umso unnötig Strom fressen. Unser AAC.3 macht es und das können wir jetzt mit dem entsprechenden Material, mit dem blauen Remote-Kabel ebenfalls bis zum Subwoofer hinterlegen und dort auch bei Remote anschließen. Damit wäre dieser AAC.3 fertig angeschlossen, zwischen reingesteckt, eigentlich alles im Windeseile-Verfahren, weil alles vorkonfektioniert ist. Und der AAC.3 hat den Vorteil, dass er bei vielen Fahrzeugen überhaupt kein Problem macht, irgendwo ein Signal abzugreifen. Damit kommen manche neue Autoradios nicht klar und auf einmal kommt gar kein Sound mehr raus, weil das Autoradio kennt, da ist irgendwas in meiner Lautsprecherleitung drin, was da nicht reingehört. Der AAC.3 macht alles möglich und zwar so, dass es funktioniert. Ihr braucht keine Angst haben, dass irgendwas nicht funktioniert. Und der macht natürlich auch vom Soundsignal her das beste Signal, weil das sind sehr hochwertige Bauteile drin, die aus diesem Lautsprecherausgangssignal uns jetzt eine super gute Cinch-Leitung macht mit einem sehr, sehr guten Signal. Also bis in den Bassbereich runter, damit da kein Verlust stattfindet. Wer jetzt sagt, hey, das mit dem AAC.3 finde ich ein bisschen übertrieben. Der andere Bass ohne so einem AAC.3 würde auch super funktionieren. Man spart sich einiges an Geld, weil der AAC.3 Molex auch Geld kostet. Wir können jetzt das Powerkabel, wo wir hier an unserem Abgriff dran haben, quasi ignorieren. Wir brauchen jetzt keinen Strom mehr. Wir machen jetzt die zweite Variante. Wir fahren praktisch direkt mit dem High-Signal in den Subwoofer rein. Dafür gibt es ja diesen Steckplatz, der schaut genauso aus. Hier ist ebenfalls so ein Molex-Anschluss und den können wir jetzt verlängern. Und zwar genau so lang, wie wir brauchen. Wir haben zwei Verlängerungsstücke. Wir haben eins mit 2,75 Meter und eins mit 1,20 Meter, sodass wir fast 4 Meter Verlängerung haben vom
vom Handschuhfach aus und damit unser Signal einfach am Auto, am Subwoofer hinten anstecken. Und das zeige ich euch ja jetzt. Für denjenigen, der es jetzt noch nicht ganz verstanden hat, warum jetzt die eine oder die andere Version. Ganz grundsätzlich geht es einfach um den Signalabgriff des Autoradios, damit man die Musik bis zum Subwoofer bringen. Und da gibt es die erste Variante, einfach so wie wir das hier vorbereitet haben, zum Anstecken mit einem Kabel. Das nennt sich dann High-Signal direkt in den Woofer reinfahren. Und im Woofer ist bereits ein High-Low-Wandler integriert, aber von nicht ganz so hoher Güte, wie es jetzt der AAC.3 hier macht, wie ich es gerade versucht habe zu erklären. Also wenn wir das eben anders machen möchten, dann müssen wir den AAC.3 hier als Molex-Version anstecken und mit einer Cinch-Leitung und einer Remote-Leitung bis zum Subwoofer fahren. Der Winfried ist ein Abonnent von uns und der schaut auch immer unsere Videos an und der hat mich gefragt, sag mal Olli, du zeigst ab und zu, wie man so eine Cinch-Leitung und Stromkabel auf der gleichen Fahrerseite oder auf der Beifahrerseite parallel verlegt und das ist doch eigentlich nicht richtig. Da hat er vollkommen recht, normalerweise legt man Cinch-Leitung und Stromkabel möglichst weit auseinander, damit das Stromkabel, das Cinch-Kabel, also unser Signal, nicht irgendwie stört. Wenn wir aber einen Subwoofer einbauen, dann ist dieses Pfeifgeräusch, was eventuell zustande kommen kann, wenn ich es doch parallel verlege, kommt ja gar nicht rüber, weil eben unser Subwoofer diese Frequenz gar nicht wiedergibt. Und insofern ist es an der Stelle tatsächlich wirklich nicht so wichtig, dass man Cinch-Kabel und Stromkabel voneinander trennen muss. Grundsätzlich gilt es aber bei unserem Fall oder Subwoofer-Verlegung könnt ihr euch das tatsächlich sparen. Also den Einwand wollte ich hier noch bringen für den Winfried. Vielen Dank. Jetzt hätten wir in dem Fall hier hinten im Kofferraum, nachdem wir alle Kabel hintergelegt haben, den Anschluss für den High-Level-Input, das wäre die einfachste Variante, den einfach anstecken. Fertig, damit bekommt der Subwoofer den Sound vom Radio und das war's. Wenn wir uns für den AAC.3 entschließen, also mit einem separaten Sound-Converter, können wir jetzt hier den Remote mit anschließen, den der neue Soundgenerator produziert und machen hier die Cinch-Leitung an und damit haben wir jetzt unseren Sound dran, der ein bisschen mehr Pegel bringt. Beim Drive 10 BRA haben wir jetzt eigentlich drei Einstellmöglichkeiten, die wir am Subwoofer beachten können. Hier der Regler, der macht den Filter, je nachdem wie weit der unten abtrennen soll, dass der nur noch ganz fetten Bass macht oder auch noch einen Kickbass mit dazu. Im Fahrzeug drinnen empfiehlt es sich eigentlich, den möglichst zuzulassen, dann dröhnt er auch nicht, weil die Frequenz im Fahrzeug sich dann nicht so entwickelt. Wir haben dann den Gain-Regler. Der Gain-Regler, den lassen wir ganz am Anfang mal auf Linksanschlag. Und erst wenn wir das Radio aufdrehen und merken, oh, wir brauchen mehr Power, dann drehen wir den langsam aber sicher auf, so dass wir sagen, okay, irgendwo bei maximaler Lautstärke am Autoradio, Hörlautstärke, drehen wir den Woofer so weit auf, dass er dann auch seinen Teil dazu beiträgt. Also nicht umgekehrt erstmal voll aufdrehen und dann das Autoradio aufdrehen, sondern erst das Radio aufdrehen, dann den Subwoofer entsprechend dazu anpassen. Als drittes haben wir den Phasenschalter. Der Phasenschalter schaltet die Eingänge von den Audiosignalen um 180 Grad. Das heißt, wie wenn ihr einen Woofer einmal mit Plus und Minus oder Minus auf Plus macht. Und das kann sich negativ oder positiv zum Frontsystem auswirken. Das heißt, ihr probiert es einfach aus, 0 Grad oder 180 Grad, ob das besser für euch zum Bass passt, zum Frontlautsprechersystem oder eben andersrum, 0 oder 180 Grad. So soll es ausschauen, wenn alles installiert ist, Deckel drauf. Und jetzt machen wir noch einen Strom dran und dann können wir mal einen Soundcheck machen. Jetzt zeige ich euch erst nochmal, was eigentlich die vorderen Lautsprecher ohne Subwoofer machen, weil die waren ja mit unseren ausgetauschten Option-Lautsprechern schon mal deutlich basslastiger. Und ja. Und jetzt drehen wir einen Subwoofer dazu. Und vor allem für das, dass der Woofer unsichtbar unten drin ist und aus der Reserve gerade Mulde rausspielt, ist es Wahnsinn, was da rauskommt. Schauen wir mal, was wir hier sonst noch haben. Wir haben doch hier so ein Lieblingslied von mir. Kirut, Tiefbass, lastig, ohne Ende.
Machen wir erstmal nochmal einen Bass weg. Ich kann ihn ja jetzt hier regeln. So, oder? Und jetzt kommt Bass dazu. Und das für einen Aktiv-Woofer, also ohne separat irgendwo montierte Endstufe, sondern alles in einem drinne. Und dass der so untenrum so schiebt, das liegt natürlich ganz arg auch an dem Bassreflexrohr oder an dem Bassreflextunnel, den der Woofer hat. Und damit untenrum nochmal richtig Zunder gibt. Leute, das ist Bass. Der Baller da hinten drin, das ist Wahnsinn. Fehlen mir die Worte dazu. Der schiebt hier in den Fußraum rein. Der Bass, da geht alles nur noch ab. Aber es vibriert hier auch nichts. Das klingt einfach nur fantastisch. Leute, jetzt muss ich mir erstmal wieder ein bisschen fassen. Weil ich möchte euch einladen zum nächsten Video, weil ganz sicher bringen wir auch für euer Fahrzeug mal sowas raus, auch wenn ihr kein Insignia fahrt, irgendwann ist euer Fahrzeug dran. Also bleibt dran, verfolgt uns und abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr auch kein Video mehr verpasst und lasst euch überraschen, was das nächste Auto ist. Bis bald, euer Olli.